unbekannt. Wir haben uns eine Weile nicht unterhalten, aber ich habe gerade einen Haufen Bullen bei deinem Haus gesehen. Sag mir, ob bei dir alles okay ist. Sean, alles cool bei dir? Wo bist du, Arsch? Schwing die Hufe, bring Bier mit, ist schon alle. Sofort, du Huren. Ja, okay. Das hier haben wir schon alles gelesen. Wo zum Teufel bist du hin? Komm zurück. Ich habe dir mein Outfit noch nicht gezeigt. Glaubst du, du bist der Einzige, der den Clan machen will? Hallo? Bist du da? Lass mich nicht hängen, du Arschloch. Ernsthaft? Wenn du nicht zu der Party kommst, mache ich dich kalt. Hast du das gehört? Es ist Halloween, nicht der 4. Juli, Leute. Scheiße, ich hasse es, wenn du mich wie einen Geist behandelst. Das machst du bestimmt nicht, wenn du mit Jen schreibst, oder was? Ich bin weg. Ruf mich an, wenn du soweit bist. Polizeiwagen deiner Straße? Ruf mich bitte an. Papa sagt, deine Straße ist gesperrt. Siehst du was? Ich höre Sirenen von Polizei und Krankenwagen. Sean, antworte mir und sag mir, dass es dir gut geht. Ich bin Krankvorsorge. Dein Haus ist in den Nachrichten. Scheiße, Mann. Scheiße, ruf mich an. Sie sagen, dein Vater wurde erschossen oder hat jemanden erschossen. Oder was weiß ich. Das ist Schrott. Richtig? Was auch immer passiert ist. Mann, sprich mit mir. Ruf mich an. Irgendwas. Ich muss doch wissen, dass es dir gut geht. Sean, ich kann verflucht nochmal nicht schlafen. Ich muss ständig an dich denken. Ich muss wissen, dass es dir gut geht. Mir geht es gut, Layla. Papa wurde erschossen. Ich bin mit Daniel aus der Stadt. Umgeh was? Was? Sean, wo bist du? Kann ich nicht sagen. Sean, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Tut es nicht. Papa ist tot. Er hat ihn erschossen. Was? Wer hat ihn erschossen? Ich kann nicht reden. Wir müssen weg. Nein, komm sofort her. Ich kann helfen. Du wirst in Sicherheit sein. Nein, ich rufe an, wenn ich kann. Tut mir leid. Ruf mich jetzt an, damit wir reden können. Ich muss deine Stimme hören. Ich weiß, du hast nichts getan. Wir sagen es ihnen. Sean, bist du da? Ich kann nicht schlafen. Ich muss ständig an dich denken. Passt auf euch auf, ihr beide. Ich liebe euch. Dich. Jungs, geht es euch gut? Wir haben ein paar Stunden angehalten. Daniel schläft, er ist total fertig. Wo seid ihr jetzt? Wir verstecken uns. Papa kann euch abholen. Wir können darüber reden. Nein, Layla, es tut mir leid. Du kommst echt nicht zurück? Nein. Ich bin bei dir schon. Bitte ruf mich bald an. Jen. Hi, Sean. Wie du siehst, hier ist Jen. Ich wollte nur sehen, ob du noch kommst. Noch nicht zu betrunken, also komm her zum Feiern. Sean, ich habe gehört, bei dir zu Hause ist etwas passiert. Bitte ruf Layla an, wir sind für dich da. Sean, ich wünschte, ich könnte mit dir reden, aber meine Eltern sagen, das kann ich aus rechtlichen Gründen nicht. Meine Mutter ist Rechtsanwältin und sagt, wir dürfen nicht involviert sein und dass du mich nicht mehr kontaktieren darfst, aus rechtlichen Gründen. Sie wollten auch nicht, dass ich dir texte, aber nichts hält mich davon ab, dir zu sagen, wie leid mir das mit deinem Vater tut. Ich wünschte wirklich, ich könnte dir helfen. Deine Freundin Jen. Mein Boss. Sean, du stehst auf dem Plan, also wo bist du? Ich hoffe, du hast einen sehr guten Grund, uns so hängen zu lassen. Ruf mich sofort an, falls du deinen Job behalten willst. Sean, du kannst nicht einfach während der Inventur hängen lassen. Das ist extrem unprofessionell. Sean, dein Boss hier. Ich entschuldige mich für die vorherigen Nachrichten. Gina hat mir endlich erzählt, was passiert ist. Und es tut mir sehr leid, von deinem Verlust zu hören. Wir alle denken an dich und hoffen, dass du dich bei der Polizei von Seattle meldest, um die Angelegenheit aufzuklären. Du und dein Bruder müsst hier sein, damit wir euch helfen können. Bitte kontaktiert mich, falls du irgendwas brauchst. Das war alles. Eben noch das Tagebuch. Absoluter Albtraum. Keine Ahnung, was passiert ist. Alles ist verschwommen.
Red und ich haben uns geprügelt. Dann kam der Polizist aus dem Nichts und dann war Papa da und hat versucht zu... Scheiße, Scheiße, Scheiße. $29. Oktober 2016. Verlaufen. Scheiße. Nur $40.30 übrig. Wir brauchen Essen, Kleidung, ein Versteck. Nur wo? Ich muss weiterzeichnen, damit ich nicht durchdrehe. Und weiter sind wir noch nicht. Wir haben hier eine Karte. Okay, das hier ist alles, was wir von zu Hause haben. Dann hier in den Wäldern haben wir diese Sachen hier gefunden. Sean's Rucksack anpassen. Einige Andenken können zur Individualisierung von Sean's Rucksack benutzt werden. Andenken, die zur Individualisierung benutzt werden können, sind mit einem Symbol versehen. Es gibt zwei Arten von Andenken für die Individualisierung. Das und den Anhänger. Um ein Andenken an einem Rucksack anzubringen oder es zu entfernen, wähle es aus und mache einen Linksklick. Wir gehen doch dann mal weiter und schauen uns weiter um. Bevor wir zu Ende gehen, das nochmal so ein Kratzer. Daniel's gonna think there's something wrong. Das sind Polaroids von irgendjemandem. Hope they had a better time than us. Ich gehe sogar davon aus. Ich würde eigentlich am liebsten noch oben diesen Weg erkunden, wo ich nicht hin bin, aber dafür haben wir jetzt vermutlich keine Zeit. Not today. Ja, ich hoffe es mal nicht. Es wäre nicht so gut. Das kann gut sein, Daniel, aber er ist nicht hier und er wird es auch nie wieder sein. Don't wanna wake up covered in ants tomorrow. We must be so far from our house. Daniel, du wolltest doch Fische fangen. Ah, okay. Feels good to focus on something after all that shit. Okay, got it. Ich check immer noch nicht ganz, wie das mit dem Zeichnen funktioniert. Ich versuche es trotzdem einfach immer weiter. Also so ein klein bisschen Struktur bekommt man zur Zeichnung schon, aber auch nur ein klein bisschen. Also vielleicht seht ihr es sogar noch nicht mal. Egal, wisst ihr was? Wir können das jetzt nicht fertig zeichnen, dafür haben wir einfach nicht die Zeit. Daniel? Daniel, ich komme mal zu dir und helfe dir. Na? Vielleicht schaffen wir es doch, ein oder zwei zu fangen. Ach so, nee, du. Du willst das machen, okay. Hab, das zeige ich dir. Dude, come on.
That's a boulder, not a rock. Here, you need a flat rock. Hold it like this. Look at my hand. Boom. Okay, I did it. My turn. Hold it with your thumb and finger, and spin your wrist when you throw. Hopp, das schaffst du. Most. What did I do wrong? Du musst das Ganze ein bisschen flach werfen. Not bad. Give it another try. So close. Hopp, noch einen. Try again. You've almost got it. Hopp, und jetzt. Macht nichts. Don't worry, man. The current's just schon mit der Zeit. Too strong here. We'll try on a lake next time. Deal? Deal. He thinks we're just going on a trip. I can't imagine when he'll find out what really happened. Und ob er es überhaupt verstehen wird, was wirklich passiert ist. Oh, you wanna challenge me? Behold my sword. On guard, Sir Daniel. But I'm fighting the tree, not you. The light will purge you. Ah, you're not fun, Sean. You know you're bigger than me. Not fair. Daneben nicht. I've had enough nature for one day. I ran into a web like that when I was a kid. Macht keinen Spaß. Ja, da hast du recht. Wie geht's? My feet hurt. Alright, Inanno. We're cave people now. Time to make fire. Okay. Can I help? Okay, von mir aus. You have a big mouth like me, so come on. Blow. Yes! Dude, don't blow it out. Sorry. I wanted to do it like a movie. Oh, nice. It's warming up. Ja gut, dass wir die Kekse mitgenommen haben. Da war, glaube ich, das meiste drin. Dass wir noch etwas zu essen haben. Wish we had more. Hatten? I know. Da ist es wohl alles weg. I wish we had a cheeseburger and a milkshake like yesterday. Gestern war gestern. Yesterday was yesterday. Now that we're out here, we have to do everything ourselves, right? Okay, but you'll help me if I need it, right? That's what I'm here for, and you gotta help me too. Was machen wir? Wir können mit Daniel nach ihm sehen. Okay, okay, er schaut buddy? Ins Feuer. Yeah. Feels good to sit down. Dann bin ich ja froh.
Are you mad at me for what happened with Brett? I don't remember everything. It's not your fault. Shit happens. Brett deserved it. Why can't I remember? That's weird. Don't worry, dude. You were running around all day. You tired out. It happens. Okay, dann Feuerzeug ansehen. I could really use a smoke. Ja, aber nicht neben deinem Bruder. Look, a full moon. Ooh. It's not quite full yet, wolf boy. Do you think there are werewolves for real? Was machen wir da denn? Dude, we are the wolves. Ow! See? Ow, ow! Ow, ow, ow! Ow, 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 ow! Ow, ow, ow! Ach, wie schön. So, bevor jetzt irgendein anderes interaktives Event direkt wieder losgeht, schauen wir uns erstmal weiter um. That would be proud. Ja gut, ein Feuer zu machen ist jetzt nicht so eine krasse Sache. Oh, da haben wir noch einiges zum Anschauen. Good, I took those and not the beers. I'm so tired. Daniel needed the sugar rush. Oh, that's my quota of cookies for the year. Still no reception. Of course. Ist das was Neues? Bitte kontaktiere mich. Nee, das ist nichts Neues. Und der Boss war das letzte, was irgendwie geschrieben wurde. Außerdem, Leute, muss ich euch sagen, okay, Seite 15 ist nichts. Das war, glaube ich, das, wo wir angefangen haben zu zeichnen. Das Interessante ist aber, heute ist ein Patch rausgekommen fürs Zeichnen. Can I play Mustard Party on your phone? Please. Dude, get real. The battery's almost dead, and we're gonna need it. Come on. You said there's no reception. So what? You'd still kill the battery. Forget it. You just don't want me to beat your score. That's right. You never will. Daniel's a zombie. We gotta get to sleep. Wonder if I'll ever go back to school after this. Dich schlafen legen ist ein weiteres Ziel. Wie gesagt, ich will erstmal alles anschauen. How do we eat tomorrow? Das ist nicht gut. Funny how a little food chills Daniel out. Oh, leg dich schlafen, Kleiner. Ready to crash? I've been ready all day. My feet hurt. I think we earned some serious rest. I could sleep forever. Not on this ground. Better than freezing out there, right? Way better. Now we have a real fire. And a secure base. You did awesome today, Daniel. Really? Hell yeah. Yeah, you're like a real wilderness expert. That's cool. My eyes won't stay open, Sean. Ja, leg dich ruhig schlafen, Daniel. Sleep. Schlaf ruhig eine Runde. Wir scheinen nur eine Decke zu haben.
Schade, wäre nicht schlecht gewesen, noch einen zu haben für über einem, nicht nur unter einem. Easily offended, not let it go from a mess to